Und was wir jetzt machen, wir werden uns sozusagen mit dem asymptotischen Wachstumsverhalten von Funktionen beschäftigen. Das kann man eigentlich an dieser Grafik mal so ein bisschen erläutern. Wenn ich diese Kurve hier nehme, diese blaue Kurve, exakte Kurve, wenn das sozusagen die exakte Laufzeit meines Algorithmus beschreibt, dann werden wir uns das Ganze so weit vereinfachen, dass wir sagen, so diese ganzen Ecken und Kanten, die hier drin sind, oder diese Spitzen, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Eigentlich sind wir sozusagen an sogenannten oberen und unteren Schranken interessiert, die sozusagen diese Kurve einmal von oben begrenzen. Ja, also diese Kurve läuft nicht darüber. Und auch von mir aus untere Schranken, dass wir sagen, okay, die Kurve darunter kommt sie nicht. Ja, wenn wir diese rote Kurve betrachten, heißt es, schlechter wird es nicht, wenn wir eine vernünftige Aussage dafür haben. Was ist beispielsweise eine obere Schranke? Und wenn wir eine untere Schranke haben, wissen wir auch, okay, besser wird es auch nicht. Ja, so viel Zeit brauchen wir mindestens. Und die Theorie, die wir uns angucken werden, da gehe ich jetzt sozusagen zum rechten Bild über, die sieht dann wie folgt aus, ja, dass man sagt, okay, wenn das quasi die exakte Laufzeit ist, die ich habe, dann bin ich daran interessiert, so eine Kurve zu finden, sodass das Folgende gilt, dass ab einem bestimmten N0, also ich stecke da immer irgendwie Probleme der Größe N rein, dass ab einer bestimmten Eingabegröße N0 diese Kurve immer unterhalb C mal G von N liegt. Stellen Sie sich beispielsweise vor, das G von N ist jetzt irgendwie so ein N-Quadrat. Ja, und dann sage ich, okay, wir können diese Laufzeit des Algorithmus, die ich jetzt hier durch das F von N beschreibe, kann ich dadurch begrenzen nach oben hin, dass ich sage, okay, es gibt irgendeine Konstante C, ja, und wenn ich die sozusagen mit meinem N-Quadrat multipliziere, dann liege ich ab einem bestimmten N0 immer oberhalb der Kurve von F. Ja, das ist sozusagen die wesentliche Größe, mit der wir uns gleich beschäftigen werden. Gleich kommt dann irgendwie eine Formel, wie wir das irgendwie vernünftig beschreiben können. Aber das ist eigentlich so die Idee dahinter. Das ist das sogenannte asymptotische Wachstum. Und Ziel wird es sein, dass wir Algorithmen jetzt so charakterisieren, ja, im Prinzip, wie ich das hier eben auf dieser einen Folie gemacht habe, dass wir das genau in solche Klassen fassen wollen. Da wird es uns genügen, dass wir sagen, okay, ein Algorithmus hat logarithmische Laufzeit oder der Algorithmus hat ein Laufzeitverhalten von n log n oder ein Laufzeitverhalten von n Quadrat oder quadratische Laufzeit. Ja, ich habe immer davon gesprochen beim Insertion Sort, ja, der hat quadratisches Laufzeitverhalten. Ja, und viel mehr als dieses n Quadrat möchte ich gar nicht mehr haben. Ja, und diese ganzen Konstanten, die ich da auch aufgeschrieben hatte, die interessieren mich eigentlich gar nicht mehr. Ja, und wenn ich diese Darstellung habe, wie ich das gerade hatte, ja, mit der Theorie kann ich das im Prinzip machen. Genau, also sowas will ich eigentlich gar nicht haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, naja, wir haben den Algorithmus jetzt so analysiert, dass er ein Laufzeitverhalten hat, bei einer Eingabe der Größe n benötigen wir 1,73 n Quadrat plus 2,7 n plus 5. Das ist mir viel zu genau. Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Also, machen wir mal in Rot hier. Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Und eigentlich will ich das auch gar nicht wissen. Ja, und da werden wir uns jetzt gleich überlegen, warum ich das da irgendwie wegstreichen darf. Ja, also ich möchte eine Darstellung eigentlich erreichen, sodass ich wirklich nur quasi auf den dominierenden Term gucke. Und der dominierende Term, das ist das n-Quadrat. Ja, und diese anderen Dinge, da möchte ich gerne drauf verzichten. So, und da definieren wir die sogenannte Groß-O-Notation, Big O. Das sieht wie folgt aus. Das ist genau das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären. Ja, das ist diese Grafik. Gucken wir uns das mal an. Ich sage, Groß O von G von N, das ist erstmal eine Menge. Ja, das ist immer hier Mengenklammern. Also wir
bezeichnen damit eine Menge von Funktionen, wenn Sie irgendein Zeichen nicht verstehen, dann müssen Sie das sagen. Ja, ich gehe das jetzt mal durch. Das sind alles mathematische Symbole, die Sie eigentlich so in der Mathematik irgendwie mal erlebt haben sollten. Ja, was ist das hier für ein Zeichen, dieses Dingen? Es gibt Existenzquantor, genau. Und was ist, anderen haben wir hier nicht. Doch, hier hinten. Was ist das für einer? Für alle, genau. Also lesen wir mal, gehen wir mal da durch. Es gibt also eine Konstante C, eine positive Konstante C, R plus ist also sozusagen die positiven reellen Zahlen. Und es gibt eine natürliche Zahl N0 aus der Menge der natürlichen Zahlen, sodass das Folgende gilt. F von N ist größer als 0, ist kleiner als C mal G von N für alle N größer N 0. Ja, das ist sozusagen genau der Sachverhalt, den ich hier skizziert habe. Ab einem bestimmten N 0 ist das F von N größer als 0 und liegt unterhalb von C mal G von N. Ja, das drückt genau diese Formel aus. So bezeichnen wir das. Genannt wird das dann häufig so. Man sagt dann, F von N ist G von N. Das ist sozusagen jetzt im mathematischen Sinne natürlich nicht korrekt. Das hat Ihnen, wenn Sie, weil Sie das gerade gesagt haben, Kampmann, der hat Ihnen das sicherlich anders gesagt, wenn Sie auf der einen Seite eine Funktion haben, auf der anderen Seite eine Menge, die können nicht gleich sein. Ja? In der Informatik bezeichnen wir das trotzdem so. Wir sagen, F von N ist sozusagen von der Größenordnung G von N, ja, oder von der Ordnung G von N, oder man sagt auch, G von N ist eine obere Schranke für F von N, oder auch f von n ist proportional zu g von n. Oder f von n hat die Laufzeit o von g von n. Oder f von n ist in o von g von n. Ja? Aber was hatte ich das letzte Mal gesagt? Insertion sort hat quadratische Laufzeit. Ja? Da hatten wir hier sozusagen das n Quadrat. Ja, das n Quadrat ist sozusagen ist quasi die obere Schranke für die Laufzeit, die wir ja detailliert für den Insertion Sort ermittelt hatten. Ja, und ab einem bestimmten N0, ja, und für eine gewisse Wahl von Konstante kriegen wir das auch hin, dass das ja irgendwie hier gültig ist. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an, warum das denn der Fall ist. Und jetzt muss ich, glaube ich, auf den hier gehen. Warum kann ich das machen? Also hier hatten wir beispielsweise bei der Average-Case-Analyse von Insertion Sort, ja, da hatte ich einfach hingeschrieben K1 mal N² plus K2 mal N plus K3, ja, mit irgendwelchen wilden Konstanten bestehend hier aus den C1 bis C8. Und das wollen wir uns jetzt mal überlegen, warum wir das irgendwie so einfach abstrahieren können. Ich glaube, da habe ich hier unten noch irgendwo eine Folie. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt diese Laufzeit hier. Und jetzt überlegen wir uns mal das Folgende. Kann man lesen, ne? Offenbar gilt für alle n größer als 1, dass einmal q von n kleiner ist als q n Quadrat. Und r ist auch kleiner als rn Quadrat. So, das nutze ich jetzt einfach aus, um das Folgende zu sagen. Wenn ich mir jetzt diese Laufzeit da oben nehme, stellen Sie sich vor, dieses P wäre jetzt genau die Konstante, die wir da beim Insertion Sort ermittelt haben, genauso wie das Q und das R. Und wenn ich mir dann jetzt überlege, naja, hier habe ich mir hier gerade irgendwie überlegt, dass das hier gilt, dann kann ich das auch hier abschätzen, wie folgt, oder ich schreibe es mal hier hin. Das ist kleiner als Pn² plus Qn² plus Rn². Und das ist gleich P plus Q plus R n Quadrat. Und das gilt jetzt für alle n größer 1. Folglich
von n ist in O von n². Weil ich eine Konstante gefunden habe, ja, das hatte ich eben, das ist mein C, das ist mein G von n, in dieser Notation hier. Ja. Ich habe jetzt sozusagen ein konkretes C gefunden, P plus Q plus R, und ich habe ein N0 gefunden. Ich habe es jetzt N genannt. Ja, sozusagen für, na, das N0 war die 1. Ja, für alle N größer N0 muss es ja hier heißen. Hier hinten. Ja, also für alle N größer 1 haben wir eine Abschätzung gemacht, sodass diese ganz konkrete Laufzeit, hier habe ich jetzt T von N genannt, dass die sich so darstellen lässt, und damit haben wir die Gültigkeit. Ja, und das ist sozusagen das Argument dafür, dass ich sage, Insertion Sort hat quadratische Laufzeit. Genauer will ich es gar nicht wissen. Wichtig ist, dass diese große O-Notation beschreibt eine obere Schranke und nicht das exakte Wachstumsverhalten. Es gilt beispielsweise auch das Folgende, dass diese Laufzeit Tn, ja, dieses Polynom, was ich hier hatte, hier, das hier, das liegt natürlich auch in der Klasse n hoch 3. Ja, ist genauso eine Schranke. N hoch 4, n hoch 5. Man möchte natürlich eine Schranke haben, die irgendwie möglichst dicht dran ist. Darum ist man an dieser Aussage eigentlich wenig interessiert. Ja, also ich bin natürlich an einer möglichst kleinen Schranke interessiert. Gucken wir uns hier nochmal so ein Beispiel an. Ich habe hier irgendwie die Laufzeit, habe ich jetzt einfach mal grafisch dargestellt. Ja, ich habe hier die, ja, irgendwie so eine Größe der Eingabe eingetragen, n. Hier ist einfach abgetragen zwei Funktionen. Einmal die Funktion t von n ist 2n² plus 3 mal Logarithmus n und plus 15 und eine zweite Funktion g von n 5 halbe n Quadrat. Beide Funktionen haben ungefähr das gleiche Wachstumsverhalten und ab einem bestimmten Wert, ab dem Wert 7 nämlich, ist diese Funktion g von n dominiert die immer die Funktion t von n. Und damit ist beispielsweise dieses g von n eine obere Schranke, ja, von t von n. Also wir können schreiben, t von n ist von der Größenordnung O von g von n. Ja, und wenn wir uns jetzt das ein bisschen genauer angucken, dann kann man sich überlegen, dass das Folgende gilt. Für c gleich 2,5, ja, oder 5 halbe und n0 gleich 7. Jetzt nehme ich einfach sozusagen einmal das, was ich mit der 7 hier ablesen kann. Ja. Das ist sozusagen gerade meine Konstante. Und darum kann ich das Ganze noch vereinfachen, indem ich dann sage, okay, für diese Werte gilt, t von n, nee, das schreibe ich mal anders. Schreibe ich mal hier unten hin. 2n² plus 3 mal Logarithmus n plus
plus 15 ist immer kleiner als 5 halbe n Quadrat für alle n größer n 0. Ja, und das ist sozusagen genau die Aussage, dass t von n nicht nur in o von g von n liegt, sondern t von n in o von n Quadrat liegt. Ja, also das wäre sozusagen auch hier Beispiel für einen Algorithmus mit quadratischer Laufzeit. Alles das, was dahinter steht, das hier, das können wir weglassen. Das ist der dominierende Term, dieses n Quadrat. Ja, und das durch diese Tatsache, dass das hier hinten gilt, dieses hier, können wir sagen, das ist ein Algorithmus mit quadratischer Laufzeit. So, das Ganze gibt es auch für den Fall, dass wir es von unten beschränken wollen. Dann nennt man das Ganze Groß Omega. Idee ist genau das Gleiche. Die Idee ist genau die gleiche. Ja, hier ist wieder unsere Laufzeit oder unsere Funktion, die die Laufzeit an das Algorithmus angibt, f von n. Wir haben eine Funktion g von n, wir haben eine Schranke c und auch hier wieder ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab einer bestimmten Eingabegröße gilt, dass das f von n immer oberhalb diesem c mal g von n liegt. Ja, das drückt sich dann entsprechend so aus, ist fast identisch, die Definition, nur dass wir hier sozusagen vertauscht haben. Ja, jetzt steht sozusagen das c mal g von n hier in der Mitte und das f von n steht hier rechts. Ja, ansonsten völlig identisch. Das heißt, Omega von g von n ist f von, die Menge aller Funktionen f, sodass es eine Konstante c gibt und eine natürliche Zahl n0, sodass das folgende gilt. C mal g von n ist immer größer als 0 und kleiner von, als f mal g von n für alle n ab n0 bzw. größer als n0. Ja, und dann sagt man halt, g von n ist eine untere Schranke für f von n. So, dann können wir uns das Gleiche, was wir uns eben überlegt haben, für das Ding hier auch nochmal überlegen. Das schreibe ich vielleicht auch auf dem anderen Dingen wieder. Beispiel untere Schranke, auch wieder die Laufzeit, wenn ich so ein Polynom habe. P mal n Quadrat plus qn plus r. Auch da wollen wir uns jetzt überlegen, wie das da mit einer unteren Schranke aussieht. Nun, hier gilt offensichtlich, dass t von n p von n Quadrat plus qn plus r für das wird immer größer sein als p mal n Quadrat für positive Konstanten, für positive p q r größer als 0. Da gilt also, dass das immer größer ist als p mal n Quadrat, ja, und somit können wir daraus folgern, dass t von n das n Quadrat als untere Schranke hat. Ja. Wenn natürlich irgendwie p, q, r nicht positiv sind, kann ich das nicht so einfach machen. Aber in diesem Fall habe ich gesagt, die sind jetzt einfach mal positiv und in dem Fall haben wir halt als untere Schranke auch das n Quadrat. So, dann gibt es noch den dritten Fall. Und das ist das Groß-Theta. Ja, so die Mathematiker verwenden ja gerne immer irgendwie so groß, griechische Buchstaben. Und das ist der Fall, wenn ich sozusagen beide Situationen habe. Wenn ich also einmal die Situation habe, f von n ist wieder sozusagen meine Funktion, wieder meine Laufzeit. Und ich habe jetzt zwei Funktionen, einmal ab einem bestimmten n0, habe ich sozusagen eine untere Schranke, ab einem C0, N0 habe ich eine obere Schranke, ja, und das F von N liegt halt genau dazwischen. Ja, das bezeichnet man halt mit dem Theta von N. Genau, und man sagt dann auch, das ist eine sogenannte
asymptotic tight bound, also enge Schranke, dass wir halt sozusagen die Begrenzung von oben wie auch von unten haben. Ja? Und in dem Fall, den wir hier gerade hatten, mit diesem Polynom, ja, wo wir einmal gesagt haben, naja, wir haben hier einmal das t von n ist o von n Quadrat. Und bei positiven PQR ist es auch Omega von n Quadrat. Ja, in dem Fall können wir dann auch sagen, t von n ist sozusagen auch Theta von n Quadrat. Also das ist sozusagen die engste Beschreibung, die ich dann für so eine Laufzeituntersuchung machen kann. In der Regel begnügen wir uns damit, dass wir nur die obere Schranke betrachten. Dass wir also irgendwie nur die Untersuchung machen für den Worst Case, dass es da sozusagen eine obere Schranke gibt. Genau, jetzt machen wir uns, jetzt überlegen wir uns ein paar Rechenregeln, dass wir nämlich mit dieser asymptotischen Notation auch irgendwie elegant umgehen können. Das werden wir jetzt irgendwie machen, und zwar fangen wir mal mit dem hier an. Also das habe ich eigentlich gerade gesagt. Dieses Theta von n oder Theta von g von n, das ist gerade der Durchschnitt sozusagen, wenn sowohl gilt, dass g von sozusagen, dass eine Funktion irgendwie in O von G von n liegt und in Omega von G von n liegt. Also Funktionen, die beides erfüllen, die haben halt als asymptotisch enge Schranke dann das G von n. Das ist da sozusagen als so ein mathematischer Satz ausgedrückt. Wenn also F von n in Theta von G von n liegt, ja, das ist genau dann der Fall, wenn F von n sowohl in dem einen als auch in dem anderen liegt. Ja, das nur noch mal so als Merkregel. So, machen wir weiter. Rechenregeln für Groß O von n. Das Ganze ist reflexiv. Das heißt das Folgende, dass natürlich, wenn wir ein f von n haben, also f und g werden wir jetzt, f, g, h werden typischerweise immer irgendwie Funktionen sein. Ich schreibe dann nicht immer f von n hin, sondern ich schreibe einfach nur f hin. Wenn das Folgende gilt, ganz offensichtlich, ja, f ist sicherlich in der Klasse, in der es sozusagen selbst ist. Wir müssen uns jetzt also überlegen, warum gilt das? Und dafür müssen wir quasi ein c finden und ein N0 finden. Das ist natürlich hier trivial, weil einfach gilt für C gleich 1 und N0 gleich 1 gilt, F von N ist kleiner als C mal F von N für alle N größer N0. Ja? Vollkommen trivial. Und das ist aber gerade die Definition von O von n, ja, und darum gilt das. Ja, darum ist f von n auch in sozusagen O von f. Oder f ist einfach in O von f. Ganz einfach. So, das zweite Regel ist Konstantenregel. Und zwar gilt das Folgende, dass O von C mal F ist das gleiche wie O von F. Das heißt, die Konstanten interessieren uns eigentlich nicht. Das Ganze für positive, für C größer gleich 1. Auch das überlegen wir uns, warum das gilt. Und das ist jetzt wirklich... Was ich jetzt hier, die Aussage, die ich hier habe, wir hatten ja gesagt, dieses O von irgendwas, das ist eine Menge. Hier habe ich auch eine Menge. Wie zeige ich die Gleichheit von Mengen? Also allgemein,
gleich b. Wenn x aus a ist, dann ist x auch aus b. Das müssen wir zeigen und das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite, was wir zeigen müssen, wenn x aus b ist, dann ist x auch aus a. Ja, und damit habe ich gezeigt, dass zwei Mengen gleich sind. Das machen wir jetzt hier. Das heißt, wir nehmen uns quasi, und ich mache das dann meistens so, ja, ich zeige erst die eine Richtung, es sei, und ich mache das jetzt, um Ihnen so ein bisschen Gefühl dafür zu vermitteln, was das mit diesen O-Ausdrücken eigentlich auf sich hat. Es sei, wir nehmen uns jetzt irgendein beliebiges Element aus O von F heraus. Und dann überlegen wir uns, was gilt denn so? Oder was wissen wir darüber? Naja, die Definition sagt ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, im Vergleich zu der Definition habe ich jetzt gerade F und G vertauscht. Also was wir jetzt wissen, also gibt es C0 und N0 mit der folgenden Eigenschaft, dass nämlich G von N kleiner ist als C0 mal F von N für alle N größer N0. Das wissen wir. So, und was wir jetzt zeigen müssen, dass G dann auch Element ist von C mal F. Das ist jetzt nicht weiter schwierig. Ich mache es trotzdem ausführlich, damit, wie gesagt, damit Sie so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie das mit diesen Ausdrücken funktioniert. Dann gilt das Folgende. N größer für alle N größer N0 gilt G von N ist kleiner als C0 mal F von N. Ja, das haben wir gerade hier, das ist sozusagen die Voraussetzung. Das ist kleiner C mal C0 von F von N. C war eine positive Konstante größer als 1. Ja, was heißt das? Dass G von N, ja, jetzt sozusagen dieses, achso, das, die kann ich einfach vertauschen, Quatsch, Entschuldigung. Die kann ich einfach vertauschen. Das ist das gleiche wie C0 mal C mal F von N. Ja, jetzt haben wir sozusagen den Ausdruck hier. Ja, das ist das, was wir hier gerade nachweisen wollten. Ja, wir haben uns sozusagen ein G aus O von F genommen. Das heißt also, wir haben auch einen C0 gefunden und wir haben einen N0 gefunden, sodass G in O von C mal F von N ist. Das heißt, G ist nicht Element, sondern ist gleich O von C mal F. Ja? Wo wir genau C gefunden haben und das N0 hatten wir hier oben schon. Das war die eine Richtung. Jetzt die andere Richtung. Jetzt nehmen wir uns ein G aus O von C mal F her. Ähnlich, wir spielen also eigentlich wirklich nur mit diesen Konstanten rum. Also gibt es wieder ein C0 und ein N0. Mit G von N ist kleiner als C0 mal C F von N für alle N größer N0. Ja, und jetzt fassen wir quasi hier sozusagen diese beiden Konstanten zusammen. Dann gilt also, und die nennen wir jetzt von mir aus mal C1, die Konstante bestehend aus C mal C0 und N0 das folgende, dass G von N kleiner ist als C2 mal F von N für alle N größer als N0. Ja. Und das heißt, G ist auch in O von F. Ja. Das heißt, wir haben jetzt allgemein gezeigt, das, was ich hier gesagt hatte, ja, wir nehmen uns jeweils ein Element der einen Menge her und zeigen, dass es in der anderen liegt.
Und im Ergebnis gilt halt diese Konstantenregel. Also Konstanten interessieren uns nicht. Nächste Eigenschaft, die diese Dinge haben, und das können wir jetzt analog auch machen für sowohl Omega als auch für Theta. Ich mache es aber jetzt immer nur hier für das Groß O. So, die nächste Eigenschaft, die wir haben, das Ganze ist transitiv. Also, gilt das Folgende. Gilt, F ist in O von G und G ist in O von H. Dann gilt auch, F ist in O von H. Genau, das überlegen wir uns kurz, warum das gilt. Da reichen wir quasi die Konstanten so durch. Also nach Voraussetzung. Voraussetzung sind diese beiden Sachen hier. Nach Voraussetzung gibt es C und N0 mit F von N ist kleiner als C mal G von N für alle N größer N0. So, ferner gibt es das Gleiche sozusagen hier für den Fall. Ferner gibt es C' und N0' mit G von N ist kleiner als C' von H von N für alle N größer N0'. So, und jetzt fassen wir das beides zusammen. Dann gilt nämlich das Folgende: Für N größer als Maximum von N0 und N0'. Ja, wir nehmen uns jetzt das Größere der beiden her, N0 und N0'. Gilt dann, dass F von N ist ja kleiner als C mal G von N. Ja, das ist sozusagen die eine Voraussetzung. Das ist kleiner als C mal C' von H von N. Ja, das ist aufgrund dieser Voraussetzung hier. Und somit haben wir auch quasi für diesen Sachverhalt hier eine Konstante gefunden, nämlich C mal C0, C mal C'. Und somit gilt auch, dass F in O von H liegt. Ja. So, das sind, sage ich mal, so grundlegende Regeln. Jetzt erweitern wir das sozusagen durch weitere Regeln, und zwar die sogenannte Summenregel. Und am Ende steht gleich sozusagen Algorithmus, wie ich im Prinzip die Laufzeit von einem Programm analysieren kann. Summenregel, und zwar die folgende. Gilt das Folgende. Gilt F ist O von H und G ist in O von H. Dann gilt auch, F plus G ist in O von H. Diese Regel haben wir im Prinzip schon angewendet. Und zwar zeige ich Ihnen, an der Stelle haben wir die quasi schon angewendet. Da hatten wir den Merge Sort analysiert. Da bin ich so relativ schnell drüber hinweggegangen. Da habe ich gesagt, oh ja, das ist irgendwie hier konstanter Aufwand. Ah, hier haben wir irgendwie Aufwand n halbe, hier ist eine Laufzeit n halbe. Ja, und das ist sozusagen genau die Situation. Ich habe jetzt hier zwei Programmfragmente. Laufzeit n halbe. Das Ganze ist dann auch Laufzeit n halbe. Das ist genau die Summenregel, die ich da gerade aufgeschrieben habe. Ja, sozusagen, das ist ein Programmteil, das ist ein Programmteil. Und beide zusammen sind dann in der Laufzeit auch nicht anders. Ja, auch da wollen wir uns überlegen, dass das gültig ist.
So, wenn unter der Voraussetzung, dass also f in O von H ist, g ist in O von H, dann gilt, es gibt somit, die nenne ich jetzt mal C unten F und N unten F sowie C unten G und N unten G mit dem folgenden, das nämlich einmal gilt, F von N ist kleiner als CF mal H von N für alle N größer N unten F. Und es gilt, g von n ist kleiner c mal g von h von n für alle n größer ng. So, und jetzt auch hier nehmen wir uns quasi wieder das Maximum von nf und ng her für ein n, was größer ist als Maximum von nf und ng gilt dann, dass nämlich f von n plus g von n, was ja aufgrund dieser Abschätzung hier kleiner ist als cf mal h von n plus cg mal h von n. Und das ist, was ist das? Das ist gleich cf plus cg mal h von n. Ja, und da quasi habe ich wieder sozusagen eine neue Konstante gefunden. Und das gilt für alle n größer als Maximum von nf ng. Das heißt auch, wir haben wieder sozusagen so ein n0 gefunden. Und insgesamt gilt somit f von f plus g ist gerade in O von h. Ja? Also das heißt, wir können einfach beliebig addieren. Das Ganze lässt sich auch verallgemeinern. Und zwar, es sei wir haben jetzt nicht nur zwei Funktionen, sondern wir haben eine ganze Reihe von Funktionen, f1, f2 bis fk, aber halt auf jeden Fall wichtig, endlich viele. Und wir haben eine Funktion h mit f von i ist in O von h für alle i von 1 bis k. Dann gilt auch das Folgende, dann, dass halt die Summe dieser k-Funktion in O von h liegt. Ja. Das Argument ist dann im Prinzip genau das gleiche. Ja, wir haben dann hier nur nicht sozusagen die neue Konstante, die da entsteht, die Summe zweier Konstanten, sondern die Summe von entsprechend k vielen Konstanten. Die Idee ist ansonsten genau das gleiche. So, und die letzte Regel, die wir uns angucken werden, ist die folgende. Das ist sozusagen die Polynomregel. Und zwar, es sei t von n ist gleich a m n hoch m plus a1n plus a0. Also ein Polynom m-ten Grades. Dann ist die Aussage, dann gilt t von n ist in O von n hoch m. Ja, das ist das, was ich auch schon angewendet habe, indem ich nämlich einfach sozusagen die Terme geringerer Ordnung einfach weggestrichen habe.
Ja? Sie erinnern sich, bei dieser quadratischen Laufzeit habe ich einfach gesagt, mir geht es nur um das n Quadrata. Ja? Und allgemein ist das hier sozusagen dieser Fall hier. Auch da wollen wir uns kurz überlegen, warum das gilt. Da fließt ein die sogenannte Dreiecksungleichung, die kennen Sie vermutlich aus der Mathematik. Das nämlich gilt, dass x plus y kleiner ist als der Betrag von, oder x plus y-Betrag ist kleiner als der Betrag von x und der Betrag von y. Und zwar das Folgende. Wir gucken uns den Betrag von t von n an. Schreibe ich jetzt erstmal hin. Das Polynom hier, a n hoch m plus a1 n plus a0. Da mache ich Betragsstriche drumherum. So, das können wir abschätzen als das Folgende. AM-Betrag mal n hoch m plus a1 zum Betrag n plus a0. Ja? Die n bzw. n hoch m sind eh immer positiv. So, jetzt, was machen wir? Jetzt dividieren wir. Beziehungsweise ziehen das n hoch m da raus. Das ist kleiner als oder kleiner gleich am plus am minus 1 durch n. Plus a1 durch n hoch m minus 1 plus a0 zum Betrag durch n hoch m. Und das darf uns natürlich nicht verloren gehen. Ich ziehe das einfach nur raus, ja? Indem ich einfach das n hoch m da ausklammere. Das kann ich jetzt abschätzen wie folgt. Man kann jetzt einfach sagen, das ist definitiv kleiner als das Ding hier. Und zwar für alle n größer als 1. Ja? Ich lasse einfach hier unten die Nenner jeweils weg. Ja, wenn die größer als 1 sind, weiß ich, dann ist dieser Teil hier, ja, wenn ich die hier weglasse, die Nenner, dann ist dieser Gesamtausdruck definitiv kleiner als das. Ja, und schon habe ich meine Konstante gefunden. Ja, denn jetzt habe ich genau das, was ich hier sozusagen suche. Ja, ich suche ja quasi eine Konstante und ein N0, sodass ich sagen kann, dass dieses Polynom quasi von der Größenordnung N hoch M ist. Ja, die habe ich jetzt gefunden. Das ist meine Konstante. Das ist mein N0. Also gilt, für C gleich AM plus, also die Summe der Beträge der entsprechenden Koeffizienten des Polynoms und n0 gleich 1 gilt, t von n ist kleiner gleich c mal n hoch m. Für alle n größer n0. Und das ist aber nichts anderes als die Definition von t von n ist von der Größenordnung o von n hoch m. Ja? Also das, was ich da letzte Stunde schon gemacht habe und eben auch nochmal, das ist zumindest, wenn wir uns mit dieser Notation beschäftigen, war das irgendwie zulässig. Und das hatte ich Ihnen ja auch schon gesagt. Ja? Was bedeutet das?
einmal für Insertion Sort. Da hatten wir ja jeweils eine Laufzeitanalyse gemacht. Ja, wir hatten bei Insertion Sort hatten wir gesagt oder gesehen, dass die Worst-Case-Laufzeit war irgendwie sowas, a n² plus b n plus c. Ich habe die Konstanten, will ich jetzt nicht nochmal alle aufschreiben. Das heißt, Laufzeit von Insertion Sort hat also die Größenordnung o von n². Ja, und ich hatte auch immer von einem quadratischen Laufzeitverhalten schon gesprochen. Und das ist jetzt sozusagen die Begründung dafür. Ne, das können wir jetzt noch nicht. Das stelle ich noch zurück mit Merge Sort, weil da hatten wir ja gezeigt, zu 2, da hatten wir irgendwie gesehen, Laufzeit war, da konnten wir auch, haben wir auch nicht keine Unterscheidung gemacht zwischen bester Fall, schlechtester Fall, hatten wir da nicht. Ja, da hing ja im Wesentlichen davon ab, von dieser Rekursion. Wir hatten gesehen, bei Merge Sort bestand aus den beiden Teilen einmal die Routine Merge. Da hatten wir gesehen, die Laufzeit von Merge war t von n irgendwie ein linearer Anteil von der Größe der Eingabe. Und wir hatten sozusagen Rekursionstiefe. Das war irgendwie log n. Und dann hatten wir uns, glaube ich, überlegt, indem wir dann sozusagen den Aufwand, den wir für die einzelnen Merge-Operationen auf jeder Ebene dieses Rekursionsbaumes, den wir da aufgemalt hatten, haben wir dann rausgekriegt, dass die Laufzeit für Merge-Sort war irgendwie sowas wie log n, n mal log n. Ja, da gehe ich jetzt noch nicht genauer drauf ein. Genau, und jetzt fassen wir das sozusagen zusammen. Wenn wir die Komplexität eines Programmes analysieren, dann gehen wir wie folgt vor. Also wir zählen quasi die Anweisung. Eine einzelne Anweisung hat die Laufzeit O von 1. Ich habe das immer als Konstante bezeichnet, als wir da dieses Insertion Sort aufgeführt haben. Und wenn ich jetzt eine Folge von solchen Operationen habe, also eine Folge von k Operationen beispielsweise, k unabhängig von der Größe der Eingabe, ja, dann gilt halt auch, dass wir, egal wie viele wir jetzt nehmen, ja, solange es unabhängig von der Eingabe ist, können wir das als konstant betrachten, als k. Und dann gilt k mal o von 1 ist halt o von 1. Das hatten wir gezeigt. Die Laufzeit einer beliebigen Folge oder einer Folge von beliebigen Anweisungen wird mit der Summenregel, das hatte ich Ihnen auch ganz kurz gezeigt, Beispiel Merge Sort, oder dieser Polynomregel abgeschätzt, und es dominiert die Anweisung mit der größten Laufzeit. Wenn wir, das habe ich eben noch nicht gemacht, das mache ich vielleicht ganz kurz nochmal an dieser Stelle hier, wenn wir uns die Summenregel, die betraf ja den Fall, also daraus wird dann, wenn wir aus der, die Summenregel haben, hier hatten wir ja gesagt, okay, die sind beide von gleicher Größenordnung. Was ist denn von dem, in dem Fall, wenn wir beispielsweise sowas haben, f ist von der Größenordnung o von n², g ist von der Größenordnung o von n hoch 3, dann können wir gesichert sagen, ja, was können wir dann sagen? Dann gilt ja die Summenregel, können wir ja so nicht anwenden, ne? Das sind beispielsweise Programmteile. Genau, von mir aus, genau, erster Programmteil, zweiter Programmteil. Und die wollen wir jetzt sozusagen hintereinander durchführen. Das ist ja quasi die Aussage der Summenregel. Ja? Beides zusammen hat dann die Laufzeit, also in dem Fall, das habe ich Ihnen gezeigt, wenn f die Laufzeit o von h hat, g hat die Laufzeit o von h, dann hat beides zusammen auch die Laufzeit o von h. Aber was ist, wenn sozusagen f die Laufzeit n² hat und g hat die Laufzeit n hoch 3? Dann kann ich das hier so erstmal nicht mehr anwenden. Natürlich gilt dann auch das hier, wobei deutlicher Hinweis, das ist nicht die Gleichheit im mathematischen Sinne, dass diese Menge gleich wie diese Menge ist.
Das ist jetzt sozusagen diese asymptotische Betrachtungsweise. Das soll heißen, f ist sowohl in g von o von n Quadrat als auch in o von n hoch 3. Ja, die beiden Mengen sind natürlich nicht gleich. Ja, ganz gefährlich, aber ich schreibe es trotzdem so hin. Und dann kann ich natürlich diese Summenregel hinschreiben. Dann gilt f plus g ist ein o von n hoch 3. Also ich nehme im Prinzip den größeren der Ausdrücke. Genau, das ist das, was hier jetzt auch steht. Ja, es dominiert die Anweisung mit der größten Laufzeit. Das haben wir gerade gemacht. In der Analyse der bedingten Anweisung, also if-Anweisung, gehen als Komponenten ein. Ich gucke mir an, wenn ich jetzt beispielsweise sowas da drin stehen habe, if f von n ist größer 0. Wenn. Ich muss natürlich dann auch berücksichtigen, was kostet die Zeit oder was ist die Zeit, die zur Berechnung von f von n notwendig ist. Also ich habe die Laufzeit zur Berechnung des bedingten Ausdruckes. Wenn ich sowas hinschreibe, if i größer 0, dann ist das irgendwie konstant, o von 1. Aber wenn ich natürlich einen Funktionsaufruf habe, dann muss ich mir anschauen, wie aufwendig ist hier dieser Funktionsaufruf. Und dann Laufzeiten für den True- und False-Zweig. Und dann dominiert die Komponente mit der längeren Laufzeit. Ja, und dann die Laufzeit einer Schleife berechnet sich aus der Summe der Durchlaufzeiten je Schleifendurchlauf. Genau, das haben wir schon gemacht bei dem Insertion Sort. Ja, und ein Algorithmus ohne Schleifen und Rekursionen ist in O von 1. Ja, dann hatten wir ja noch den Fall, dass wir, wie bei dem Merge Sort, da müssen wir natürlich also bei so einer Rekursion, das ist, da muss ich mir angucken, wie häufig wird dann so eine Rekursion durchgeführt. Das habe ich jetzt hier noch nicht mit drin. Das schaffe ich heute aber auch nicht mehr, das mache ich dann das nächste Mal. Dass wir uns nämlich nochmal ganz kurz angucken, wie lösen wir denn diese Rekursionsgleichungen auf. Ja, wir hatten ja beim Merge Sort, hatten wir ja diese Rekursionsgleichung, das male ich hier gerade nochmal hin. Das haben wir jetzt hier noch nicht drin. Wir hatten diesen Merge Sort ja analysiert als das folgende. T von n ist, ich glaube, wir hatten geschrieben, eine Konstante und 2 mal t n halbe plus, ich glaube, irgendwie a n plus b. Ja, also irgendwie die Zeit, der Zeitaufwand für diese rekursiven Aufrufe von Merge Sort mit jeweils der halben Eingabegröße plus die Zeit, die wir benötigen, um diese Ergebnisse aus den zurückkommenden Rekursionsaufrufen wieder zusammenzufügen. Das wäre der Aufruf der Routine Merge. Ja, das ist einmal lineare Laufzeit. Ja, und wir gucken uns beim nächsten Mal nochmal kurz an, wie wir solche Rekursionsgleichungen systematisch lösen können. Das ist ziemlich schwierig, aber ich gebe Ihnen da sozusagen so einen Satz an, den wir uns auch nicht näher angucken, außer dass wir ihn einfach anwenden. Ja? Rekursionsgleichungen lösen. Das ist nicht so ganz einfach. Genau, dann zum Abschluss noch mal ganz kurz. Das hier hatten wir eben schon. Also es ist durchaus sinnvoll, dass man nach Algorithmen sucht, die halt irgendwie hier in dem Bereich liegen. Vielleicht rechne ich noch mal, ich ergänze das nochmal um eine Spalte n hoch 3. Man sieht, dann geht sozusagen das ein bisschen nach oben hier, sozusagen die verträgliche Laufzeit. Aber prinzipiell kann ich da auch noch vernünftig Probleme lösen. Ja, und sozusagen Dinge, nach denen wir sozusagen gucken wollen oder die uns interessieren, sind effiziente Algorithmen, das heißt konstante Laufzeit oder konstante, man spricht auch von Komplexität, lineare Komplexität, logarithmische Komplexität oder halt auch polynomiale Komplexität, was einfach nicht effizient ist, weil es halt einfach dann nicht mehr funktioniert, haben wir an der vorherigen Tabelle gesehen, ist die exponentielle Komplexität.